Einen wunderschönen guten Morgen an unserem Samstag. Ja, wir haben heute Samstag. Elisa Maus ist natürlich auch zu Hause und wir sind heute richtig schön entspannt in den Tag gestartet. Wie ihr seht, sitze ich noch am Tisch. Elisa Maus spielt schon ganz fleißig im Kinderzimmer. Die Toni-Box ist auch schon am Laufen und sie möchte heute gerne einen Schlafanzugtag machen. Das heißt, sie möchte heute den ganzen Tag im Schlafanzug bleiben. Und da heute Samstag ist, dachte ich mir, machen wir das. Das Wetter spielt heute auch nicht mit. Das heißt, wir können leider auch nicht raus. Deswegen, ja, werden wir heute einen Schlafanzugtag haben. Allerdings habe ich trotzdem heute einiges zu tun. Ich muss hier erstmal meine Küche klarschiff machen, Spülmaschine ausräumen, Spülmaschine einräumen. Dann wartet natürlich die Wäsche noch auf mich und die Babywäsche wartet auch auf mich. Ich muss unbedingt Babywäsche machen. Meine Mama ist heute schon sehr früh unterwegs. Sie hat heute Morgen schon einen ziemlich frühen Termin, weshalb wir heute auch alleine gefrühstückt haben, Elisa und ich. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in den Tag. Ich nehme euch so ein bisschen weit mit, so wie es ja, mir möglich ist. Und ja, ich wünsche euch an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Meine Küche ist wieder soweit sauber. Die Flasche hier ist frisch. Die habe ich heute Morgen erst frisch rausgeholt. Deswegen habe ich die jetzt wieder mit Wasser neu befüllt. Und die bekommt Elisa jetzt zum Trinken. Und hier wird ganz fleißig gespielt, ne? Kleine Maus mit der Küche. Sie liebt im Moment die Küche so sehr und spielt damit ganz gerne, ne? Süße. Da liegen noch unsere Kleinen alle im Bett. Die werde ich jetzt gleich alle fertig machen. Ich werde nämlich jetzt direkt runtergehen, Wäsche machen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, Maus, dann solltest du den nicht immer da reinfallen lassen. Hier ist der. Da. Den möchtest du jetzt hören? Ja? Okay, dann hören wir den jetzt. Mittlerweile ist die Toni-Box ausgegangen. Ich habe nämlich gerade noch schnell auf Instagram eine Story gemacht, weil heute nämlich unser Kanaltrailer online geht. Ja, ich mache das jetzt. So. Oh, voilà. Süße Maus. Hm? Da ist unsere süße Maus. Ja, ich mache das jetzt. So. Da liegt das nächste Problem, was ich habe. Der hat den Wickeltisch eingenommen. Der gute Herr. Ne? Ja, ja. Ne? Und deswegen, ja, kann ich die Kleinen nicht umziehen. Ansonsten muss ich die im Bettchen umziehen. Weil ich finde, die müssen schon heute noch umgezogen werden. Hier ist deine Toni-Box-Maus. Die machen wir ein bisschen leiser. Und ja, dann werde ich das jetzt irgendwie anders hier machen. Außer der Herr ist so gnädig und geht jetzt. Weil er gerade nämlich mitbekommen hat, dass meine Mama gekommen ist. Und vielleicht geht er ja dann jetzt. Geh mal schnell gucken. Ja, ich habe keine Chance hier, den Wickeltisch jemals für mich wieder zu bekommen. Na egal. Ich werde jetzt erstmal das Bettchen von Elisa machen.
Hier ist Elisas Spieluhr. So, die Flasche werde ich jetzt spülen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die Babys umgezogen habe. Also bis gleich. So, meine Lieben, weiter geht's im Vlog. Ich habe euch versprochen, die Kleinen zu zeigen. Und das werde ich jetzt auch direkt tun. Die Mäuse liegen hier im Bettchen. Und wir fangen mit den Mädchen an. Ich finde das so süß. Schaut mal. Die sind heute in Partnerlook, die zwei. Die haben den gleichen Strampli an mit diesem süßen Pummel-Einhorn. Total süß. Ich liebe diesen Strampler, ja. Da ist die Juna-Maus und die Delia. Ja. Und die beiden Jungs sind heute auch lässig, locker, fluffig angezogen. Die haben heute eine ganz normale Leggings an mit Socken. Milan hat auch so Puschelsocken an und dann haben sie halt einfach einen Pulli drüber. Mieke hat einen Winnie-Pooh-Pulli an und Milan hat einen Pulli mit einem Mäuseauto an. Ja, total süß. Da ist das Auto und da sind halt die Mäuse. Kleiner Mann. Ja, auf mich wartet nämlich eine große Kiste voll bis oben hin mit Babywäsche, die ich jetzt definitiv zusammenlegen werde. Elisa sitzt im Bällebad und die Wickeltischblockade geht weiter. Ja, der liegt schon den ganzen Vormittag hier oben. Ich dachte mir, ich nehme euch jetzt noch so ein bisschen mit, wo ich die Wäsche mache. Beziehungsweise, ich wollte euch eigentlich noch erzählen, wir haben nämlich schon 12 Uhr durch und jetzt gerade ist unser neuer Kanaltrailer online gegangen. Ich bin irgendwie ziemlich nervös gewesen oder bin halt immer noch so ein bisschen nervös, was ihr dazu sagt, weil da steckt jetzt wirklich wochenlang Arbeit drin, ne? Jetzt ist er online und jetzt kann ich dieses Projekt endlich auch abschließen. Das war auch etwas, was mich in den letzten Wochen tatsächlich ganz schön beschäftigt hat. So, und ich habe noch eine Frage an euch. Ihr könnt gerne mal mir in die Kommentare schreiben oder ich, wenn ich dran denke, setze ich euch hier eine Umfrage einfach mal ins Video. Und zwar haben wir ja jetzt unseren neuen Wickeltisch. Und es ist bis auf die Wickelauflage, die ich gerne noch neu haben möchte, jetzt alles so da, wie ich es mir vorstelle und alles auch so eingerichtet, wie ich es mir vorstelle. Und deswegen ist die Frage an euch, möchtet ihr gerne ein Update dazu haben? Also, dass ich euch ein separates Video dazu mal abdrehe. Ich weiß nämlich, auf meinem Kanal gibt es viele Wickeltisch-Updates. Deswegen möchte ich euch halt erstmal fragen, ob ihr sowas gerne noch sehen möchtet oder eben nicht. Also ich muss gestehen, ich finde sowas immer ganz toll, weil man sich dadurch halt auch Anregungen holen kann, wie man selbst halt was einrichten kann. Und ich finde das immer toll, bei anderen Leuten in die Schränke zu gucken. Im Real Life würde ich niemals bei fremden Leuten in die Schränke gucken. Also nicht falsch verstehen hier, ne? So. Also schreibt mir gerne mal, beziehungsweise stimmt gerne mal ab. So, meine Lieben, Babywäsche ist durch. Da bin ich schon ganz froh drüber. Das war eine ganze Menge jetzt, was da erledigt werden musste. Und jetzt werde ich mich noch eben an die Stoffwindeln begeben. Das ist aber nicht mehr viel. Das brauche ich nur noch rausholen und wieder neu
in die Schublade einsortieren. Ja, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, den Windeleimer auch als Windeleimer zu lassen und einfach die Stoffwindeln da immer reinzupacken, so dass ich dann halt nicht immer die gleichen Stoffis anziehe. Aber jetzt ist der Eimer ein bisschen voll geworden, weshalb ich jetzt doch wieder mal die Stoffwindeln hier da rausholen musste. So. Das ist hier. Dann bin ich hier nämlich auch schon durch wieder und fertig. Heute Nachmittag muss ich mich nämlich noch um die Wäsche von uns kümmern. Und dann war es das. So. Und ich denke mal, wir werden jetzt erstmal in Ruhe Mittag essen und werden uns dann gleich wiedersehen. So, meine Lieben, wie ihr seht, ich liege in meinem Bett. Die Kleinen schlafen alle schon. Die machen Mittagsschlaf. Nur eine kleine Madame, die möchte keinen Mittagsschlaf machen. Da. Ich hoffe, dass ich sie noch überredet bekomme, Mittagsschlaf zu machen, weil ich muss gleich wieder Wäsche machen. Und ich könnte auch noch ein bisschen Mittagsschlaf gebrauchen. So einen kleinen Powernapping oder sowas. Hier ist auch schon alles für sie bereit. Ihre ganzen Sachen, die sie alle so mitschleppen musste. Hier ist noch ein Buch. Aber sie hat im Moment das Puzzlebuch von Biene Maya zwischen. Ich habe jetzt extra ihre Toni-Box mitgenommen und die Eule mit der Beule. Das ist ja auch so eine Nacht- oder Schlafen-Geschichte. So ein bisschen. Und hoffen wir mal, dass das vielleicht hilft. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch hier aus diesem Video. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns wieder so an einem Samstag zu begleiten. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.